so kann man auch renovieren. Einfach Holz auf die Mauer drauf gepimpt. Oder Berger Stahl. Willkommen liebe Rad- und Naturfreunde. Heute mache ich die Anschlusstour zum letzten Wochenende. Das heißt, ich habe in Oderberg wieder angefangen zu fahren. Fahre jetzt hier die alte Oder lang bis Hohenwurzen. Werde dann noch ein Stück der Oder selber lang fahren, um dann auf dem Oder-Neiße-Weg noch ein Stückchen Kilometer zu machen, um dann wieder reinzufahren Richtung Oderberg und eine Rundtour zu machen.
Das da drüben ist der Polmarkt Hohenwutzen. Ist schon lustig, wie ruhig das jetzt hier ist. Der Oder zieht sich hier rein, richtig fischigen Geruch in der Nase. Die Tour selber geht hier nur durchs Naturschutzgebiet und natürlich jetzt ein bisschen oben runter aufgrund des Oderbruches. Sind, muss es natürlich nach ganz hier runter auch irgendwie immer wieder mal hochgehen. Leider, leider, leider sind das dann immer ein paar steilere Hügelchen. Also auf den angezogenen Höhen nach oben. Schluss der Runde möchte ich euch sagen, es war eine schöne kleine schnucklige Runde, lässt sich auch super mit Familie fahren, außer vielleicht das letzte Stück, was den Berg so ein bisschen arg hoch geht, aber da kann man, denke ich, laufen. Zwischendurch gibt es immer mal kleine Stückchen auf Straßen entlang, die sind meines Wissens aber oder meiner Einschätzung nach recht gut handelbar. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, bis zum nächsten Mal wünsche ich euch viel Spaß, geht raus, fahrt in der Natur und genießt das Wetter. Tschüss!